Genau wie letztes Jahr habe ich drei Methoden angewendet, wie ich meine Kartoffeln anbaue. Und dieses Jahr habe ich es ebenso gemacht. Und ich stelle euch einfach in dem Video vor, welche Methoden ich angewendet habe und warum ich das auch gemacht habe. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und meine Kartoffeln sind schon im Feld, weil wir jetzt mehr oder weniger keine starken Frostnächte mehr haben werden, beziehungsweise auch keine. Und das Wetter der letzten Woche war sehr einladend, um einfach mal seine Erdäpfel in den Boden zu setzen. Und letztes Jahr habe ich drei Methoden, wie bereits erwähnt, gebraucht oder genutzt, um meine Kartoffeln anzubauen. Einerseits habe ich sie in ein Mulchbeet reingesetzt. Ich habe sie ganz klassisch in einem Hügel oder in einem Haufen so angehäufelt, also anhäufeln. Und einen Kartoffelturm habe ich gebaut. Und letztes Jahr war es halt so, dass der Kartoffelturm mir nicht ganz so gut gelungen ist, weil ich da ein bisschen zu wenig Erde genommen habe und da die Kartoffeln nicht ganz so rausgekommen sind, weil zu wenig Erde, wenig Wurzeln, ist nichts draus geworden. Und beim Mulchbeet waren die Kartoffeln am besten, lag wahrscheinlich aber auch an der Sorte Annabelle. Und an den angehäufelten Kartoffeln, da war der Ertrag auch sehr gut. Und das habe ich dieses Jahr dann auch wieder gemacht. Ich habe dieses Jahr aber 5 Reihen gemacht, weil ich sehr viele Kartoffeln anbaue, aber auch wieder 3 weitere Sorten, die ich schon bereits vorgestellt habe. Und ja, da habe ich halt auch ein bisschen größer die Hügel auch gemacht und auch bereits gemulcht, einfach damit halt die Kartoffeln dann nochmal besser wachsen können. Bei einem Hügel ist es einerseits wärmer und je größer der Erdhaufen ist, desto weiter können sich halt die Kartoffeln ausdehnen. Und es wird dann auch verhindert, dass die ans Sonnenlicht kommen, weil wenn die Knollen ans Sonnenlicht kommen, dann werden sie grün, das ist das Solanin, und dann kann man die halt mehr oder weniger schlecht verarbeiten. Ist halt giftig und schaut auch nicht ganz so schön aus. Und deswegen habe ich halt auch die Erdhügel ein bisschen höher gesetzt und die Kartoffeln auch tief reingesetzt und mit Grasschnitt natürlich auch alles gemulcht. Was ich unten auch noch auf dem Feld gemacht habe, weil ich Kartoffeln übrig gehabt habe, habe ich sie einfach wie immer in einem Mulchbeet reingesetzt, also einfach ein normales Beet, 20 cm tief ungefähr. Also ich habe in der Kelle einfach reingestochen, die Kartoffeln rein, zugemacht und den Mulch wieder drauf. Sollte in der Regel dann ganz normal kommen, habe ich letztes Jahr auch gemacht. Und was ich dieses Jahr auch wieder gemacht habe, den Kartoffelturm. Jetzt habe ich mir aber auch sehr viel Erde geholt, also unten an einem Neubaugebiet bauen Freunde von meinen Eltern und die haben mir erlaubt, dass ich da mir von ihrem Erdhaufen Erde holen darf. Und ich habe ungefähr 15 bis 20 Säcke voll mit Erde, also ungefähr 30 bis 40 Liter, mit der Hand geschaufelt und in die Säcke abgefüllt. Und die Erde habe ich dann genommen, um wirklich einen 1 Meter großen Kartoffelturm zu bauen. Und da bin ich ja ganz normal vorgegangen. Ich habe ganz unten natürlich die Kartoffeln reingesetzt, als erstes erstmal aufgelockert, bisschen Hühnermist und Bokashi mit eingearbeitet. Das habe ich schon Wochen vorher gemacht. Dann habe ich nochmal die Erde ein bisschen aufgelockert, die ersten Kartoffeln ganz nach unten gesetzt. Dann haben zwei bis vier Säcke Erde reingesetzt und außen. Und so bin ich eigentlich immer wieder weitergegangen. Ich habe immer Erde aufgeschüttet, dann Kartoffeln an den Rändern zuerst gemacht, immer weiter aufgeschüttet, bis ich dann ganz oben war. Und oben habe ich dann überall Kartoffeln reingesetzt, damit die auch oben rauswachsen können. Und da schaue ich einfach mal, ob sich die Knollen gegenseitig stören oder ob sie halt wirklich genug Platz haben. Und außen herum habe ich dann nochmal Stroh aufgesetzt, also als Wand sozusagen, dass es einerseits Feuchtigkeit gehalten wird, dass halt die Erde nicht so schnell austrocknet, weniger gießen muss. Natürlich auch zum Mulchen und zur Verarbeitung für den Regenwürmer, einfach Kompostierung und Mulch. Leben bringt Leben natürlich, wachsen die noch besser. Und natürlich soll es auch davor schützen, dass die Kartoffeln vielleicht zufällig ans Sonnenlicht kommen, soll einfach nochmal eine Sicherung oder eine Abdeckung bieten. Und das
Das ist dann so ziemlich, was ich an den Kartoffeln gemacht habe. Ich habe mir auch noch mit, das ist Kaninchendraht, was ich umwickelt habe, zweimal habe ich den aufgestapelt und mit Kaninchendraht dann nochmal alles fixiert. Und weil wir dann nochmal Erde übrig gehabt haben, habe ich und mein Vater nochmal einen kleinen Kartoffelturm neben dran gemacht, wo wir nochmal die restlichen Kartoffeln mit reingesetzt haben. Und das sind so ziemlich meine Methoden, die ich verwende oder benutze. Das mit dem Kartoffelturm ist Vertical Gardening, das heißt, man geht halt in die Höhe. Das kann man sehr gut machen, wenn man nicht so viel Platz hat oder den Platz auch für andere Kulturpflanzen verwenden möchte. Was man auch ziemlich gut machen kann, ist einfach in Mörtelkübel zum Beispiel Kartoffeln reinsetzen. Habe ich nicht gemacht, da habe ich zum Beispiel meine Möhren reingesetzt ein bisschen. Aber man kann da Süßkartoffeln, Kartoffeln auch ziemlich gut reinsetzen. So in einem 200 Liter Mörtelkübel passen auch so, ja, 5, 6, 7 Kartoffeln mit rein und da kann man auch ziemlich gut ernten, auch am Balkon, wenn man sich unbedingt auch in der Stadt Kartoffeln, ja, anbauen möchte, kann man das auch super mit dem Kübel machen, muss man halt öfters gießen, aber das ist auch eine wunderbare Methode, um einfach auch Beetplatz mitzusparen. Aber ja, das ist jetzt so ziemlich das, was ich euch mitteilen wollte, wie ich meine Kartoffeln, ja, angebaut habe, wie ich sie ja, ausgelegt habe dieses Jahr. Gerne würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich hier im Rahmen meines Peace-Projektes ein neues Video hochlade. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal vielmals, dass ihr bei diesem Video eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen wunderbaren und schönen April, schöne warme Frühlingstage. Es ist wirklich himmlisch. Und natürlich viel Harmonie bei euch im Garten. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.